Guten Morgen, heute ist Feiertag. Und morgen ist Regen, ja, na, von mir aus. Ja, heute ist Feiertag, Tag 8, Tag der Göttin oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht mal, ob wir abgeholt werden oder sonst irgendetwas, ob irgendjemand mit uns redet. Nö. Wir hören nur ein Huhn. So, natürlich müssen wir auch an den Tagen, müssen wir natürlich auch gießen. Das wird leider niemals ausbleiben. 4 Felder langen mir tatsächlich erstmal. Damit kann ich tatsächlich erstmal leben. Weil ganz bewirtschaften kannst du den ganzen Laden hier eh nicht. Geht nicht. So. Nochmal zu Hunter und dann... Ich weiß gar nicht, warum der noch kein Ei gelegt hat. Okay, das komplette Futter ist weg. Also kann man nicht vorarbeiten. Okay. Wir können das Ei auch ausbrüten hier. So ist es nicht. Wir können es hier reintun und dann kriegen wir Neues, aber möchte ich nicht. Wir verkaufen das Ei. Die Mutti hat zugesehen, wie wir ihr Kind jämmerlich verkauft haben. Pech, ne? Würde ich sagen. Pech. Wie viel Geld haben wir? 720, naja. Lass erstmal die Wirtschaft starten hier, ne? Weißt du denn? Dann kommt doch das Geld. Die Bambussprosse sieht übrigens immer aus wie Bier. Möchte ich nur mal sagen. Das ist eine Biersprosse. Da wächst Bier. Was ein Ei wert ist, frag mich nicht. Überall ist es, ich glaube, 50 ist das Ei wert. Aber aus dem Kopf alles wissen? Nein, beim Teufel nicht. Nicht mal mehr ein bisschen. So, wir wollen natürlich auch zum Festtag. Zur Festwiese wollen wir natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was das für ein... Wie gesagt, das ist Fest der Göttinnen. Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Werden wir doch alles sehen. Wir watscheln da jetzt mal fröhlich hin. Ich vermute mal, dass es schon losgeht. Weil sonst steht hier nämlich, glaube ich, immer einer. Ne? Ich glaube, sonst steht da jemand und sagt, nein, wir bauen gerade auf. Oh, ich weiß jetzt, was das ist. Alles klar, okay. Okay. Ja, hi. Willkommen beim Fest. Wir werden mit allen einmal reden. Ich kann mich noch an den Tanz erinnern. Ah, was für eine Zeit. Hier, mit denen rede ich erstmal alle noch nicht. Die Göttin-Kostüme werden von Mutter zu Tochter durch die Generation weitergegeben und nie gewaschen. Hoho. Ich begleite Sascha jedes Jahr hierher, obwohl sie mich ganz zu Anfang zurückgewiesen hat. Ja, Hartnäckigkeit zahlt sich aus, ne? Wenn ich einen so in diesem Kostüm sehe, erinnert mich das an ihre Mutter. Anne ist groß geworden. Der harte Winter ist zu Ende und der Frühling ist endlich da. Die Göttin bringt den Frühling. Aha. Wer ist denn der Typ da mit der... Der hier ist das. Wunderbar, alte Traditionen wie diese verschwinden in der Hand der Dörfer. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Jeder sieht so süß aus. Mary sieht auch toll aus. Okay, wer ist Mary? Das ist die Bibliothekarin. Das ist der Vater, der die Blümchen anguckt. Meine Tochter hasst das alles. Sie nahm nie am Fest teil. Wer ist denn deine Tochter? Karen, du willst doch bestimmt mit mir tanzen, oder?
Der Frühling macht so viel Spaß mit all den Tanzveranstaltungen. Es will keiner mit mir tanzen, oder? Dieses knallbunte Kleid ist mir peinlich, aber es ist eine gute Gelegenheit, sich mit örtlichen Bräuchen vertraut zu machen. Kann ich nicht mit denen tanzen, aber vielleicht ist auch alles zu früh. Das hier ist das Göttinnenkostüm. Na, das ist ja episch. Ich komme mir komisch vor, weil ich normalerweise kein Röcke trage. Ich bin nervös. Alle scheinen auf mich zu schauen. Niemand schaut auf dich, du bist eine blöde Krankenschwester. Hi. Keiner will mehr. War das nicht mit Tanzen? Ich bin mir. Ich weiß es, vielleicht liege ich auch voll falsch. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, hallo Case. Sollen wir anfangen? Na klar, jetzt bin ich ja da. Vielleicht kommt es auch erst später mit dem. Ich bin. Weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir auch nur zu. Ich weiß es wirklich. Wir gucken nur zu. Das war nur ein Zuguck-Tanz. Kevin ist mit mehr Begeisterung dabei, ne? Alle drehen sich normal und Kevin hebt einen Fuß und alles. Also die ist dabei. Die ist richtig mit Elan dabei. Schön. Haben wir ein paar Frauen beim Tanzen zugeguckt. Naja, im Stripclub ist es nicht anders. Ja, rein theoretisch können wir auch einfach ins Bett gehen, ne? Wir hatten hier nicht gegossen. Was ist denn das für ein Frischer? Hä, hier habe ich doch... Hä? Naja, irgendwie... Wird. Okay, die erste Woche ist rum. Ohne. Die erste Woche ist rum, ab ins Bett. Guten Morgen, wir haben nicht... Da ist der Hund, ich suche dich schon die ganze Zeit, Hund. Komm mal wieder aus der Ecke raus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo der Hund ist. Morgen scheint wieder geil die Sonne, toll. Genau. Trötterötter. Oh. Oh, hab ich nicht. Die Kartoffeln sind fertig. Wir haben noch keinen Kühlschrank. Wir können es noch nicht lagern. Es gibt doch nachher einen Erntekorb. Aber... Den habe ich tatsächlich nie verwendet. Fand ich immer nutzlos. So, aber... Was nicht nutzlos ist, unser Geld. 720. Ah ja, stimmt, war ja Feiertag. Stimmt, da kommt er ja nicht. Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Wir werden gleich wieder anpflanzen, ne? Wir machen auch gleich wieder Kartoffeln ran. Passt doch. Ich meine, ja, Gurken wachsen halt nach und so, aber sind noch sehr teuer. Mann. Ich hasse das so sehr. Das ist so schlecht.
Ich treffe schon wieder gar nicht. Ich weiß schon wieder nicht, wo das Loch ist. Jetzt. Schon wieder 5 Hühnerfütter verjapst. Da muss ein ganzer Haufen liegen. Okay. Die Gurken wachsen. Unser Geld auch. Mhm. Unser Geld. Und im Endeffekt eigentlich wirklich unser Geld wächst. Also nicht mal mehr geflunkert. Kaufe ich mir jetzt noch einmal Kartoffeln? Ich habe keine Ahnung, was die hier überhaupt will. Sie hat noch geschlossen. Was die überhaupt auch mag. Das ist alles herausfinden. Jeder mag Blumen. Ah, ich habe aber kein Treibhaus, Junge. Einmal bitte Kartoffel. Einmal bitte Kartoffel. Danke. So, das war's schon. Da ist der Erntekorb. Braucht man nicht. So, ich will mal gucken, ob ich zufällig die Angel getriggert bekommen. Oh, wir kriegen irgendetwas getriggert. Naja, die Wichtel, oder? Nee, Karen. Weißt du noch, wie Pater Carter ins Dorf kam? Ja, wir feierten die Errichtung dieser funkelnden neuen Gebäudes. Was für eine Zeit. Lass uns in den Wald gehen. Wir waren schon so lange nicht mehr dort. Doch nicht Rick und Karen, oder? Oh nee, dann nehme ich Karen. Ja, und früher erkundeten wir ihn den ganzen Tag lang. Okay, lass uns gehen. Nein, nicht Rick. Rick ist der unsympathischste Typ hier. Nein, Hände weg! Boah, der Perverse. Der überaus Perverse. Nein, pervers. Doch nicht den Hühnerfritzen. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Angel bekommt. Ich dachte, ihr triggert wieder ein Event, wenn wir tagsüber hierher kommen. Aber doch nicht den perversen Hühnerfritzen, Mensch, Junge. Mädel, wie auch immer. Das kann ich ja irgendwie nicht zulassen, ne? So doof wie es klingt, ich kann es irgendwie nicht zulassen. Ich glaube, Karen wird jetzt unsere Freundin. Der perverse Hühnerfritze, das ist nein. Kann ich sie auch auseinanderbringen? Voll der Sympath hier. Völlig ungläubig hier so. Nee, was kann ich sein? Nee. Ich mag den nicht. Weiß ich nicht, ich fand Rick von Anfang an fand ich ihn irgendwie immer super unsympathisch. Weiß ich nicht, der war von Anfang an immer unsympathisch. Der Rick. War ich nie ein Fan von. Naja. Egal. Glaube ich, weiß ich noch nicht. Bin mir noch nicht sicher, ob mir das egal ist. Guten Tag. Wir können ja mal tief in den Wald gucken, weil ich tatsächlich auch gar nicht mehr weiß, ob doch irgendwo irgendetwas anderes zu finden ist. Hier, aber ich glaube im Frühling nicht.
Hier ist auch nichts. Schockiert nicht. So, denn hier sind Blumen. Irgendwie sagt mir dieser Baum hier auch irgendwas. Ein einzelner Zeder. Irgendwas sagt er mir, aber ich weiß auch nicht mehr was. Und dann ist hier oben eigentlich nur noch der Gipfel, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Wo wir getrellert haben. Ich hab das gerade gar nicht im Kopf. Na, 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 na. Na, 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 na. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Oh, da ist was. Achso. Ich hab einen Marienkäfer. Nehme ich mit. Verkaufe. Ich hab einen Marienkäfer gefunden. Okay. Keine Ahnung. Ich wollte den da nicht rein. Hä? Normalerweise laufen die Tiere weg. Ich bin verwirrt, dass sie den auf dem Kopf haben, aber okay. Ach, ich bin auch manchmal. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, ist schon wieder abends, so wir müssen ins Bett. Wir machen aber auch jetzt erstmal Aufnahmepause. Ich muss gleich das Kind vom Kindergarten abholen. Das war nur mal ganz kurz zwischendurch, weil ich Bock drauf habe. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Geld wir haben. 570. Komisch. Tschüss. Na, damit kann man doch schon mal arbeiten. 1910, damit kann man arbeiten. Das geht. Das finde ich gut. So, aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal ins Bett. Aber 1910, damit kann man schon mal wenigstens ein bisschen. So, Harley. Können wir ja nicht hier? Ich habe noch nie reingeguckt. Bin ich der Meinung, aber gut. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt ins Bett mit Tagebucheintrag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.